Fass diese 90 Minuten mal einmal bitte ganz kurz für uns zusammen. Ja, ich glaube, wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme reinzukommen. Duisburg hat uns sehr gut zugestellt. Dadurch hatten wir nicht so viel Ballbesitz, womit wir unsere Außenspieler einsetzen können. Ja, dementsprechend hatten wir es in der ersten Halbzeit wirklich ein bisschen schwer. Meines Erachtens war da auch Duisburg die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, haben gut gekontert, haben die Bälle besser festgemacht. Dann ein bisschen glücklich durch den Konter 1-0 geführt, gar keine Frage. Haben dann zwei riesen Chancen, sowas 2 oder 3-0 sogar machen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dass wir in der 90. Minute da das Ding reinkriegen, ist mir mehr traurig als denn hier. Also es ist wirklich bitter. Auch wenn es vielleicht jetzt auf die 90 Minuten gesamt fair gewesen ist, das einfach unentschieden. Aber wenn du bis zur 90. Minute führst, dann wird der Sieg natürlich auch jetzt zu Hause bleiben. Ich will dich auf das Spiel gar nicht lange festnageln. Lass uns schon mal vorausblicken auf nächsten Mittwoch. Wenn wir dann nach Baden-Württemberg reisen, nach Mainz, was erwartest du da für ein Spiel? Ja, das ist eine zweite Mannschaft aus Mainz. Die sind sehr, sehr spielstark. Das kennen wir aus der Erfahrung. Da müssen wir mit unserer Souveränität, mit der Erfahrung und mit Aggressivität dagegen halten und darüber hinaus unseren Spielwitz entfalten. Und da haben wir ganz gute Chancen, da 3 Punkte mitzunehmen. Dafür wünschen wir viel Erfolg. Danke, Alex.